Es ist auch sehr schön zu sehen, wenn ein Kunde, zum Beispiel ein kleiner Fischer, wenn er einen guten Kran bekommt, dann kann er wirklich seinen Umsatz verdreifachen, vervierfachen und dann er und seine Familie lebt sehr gut davon. Ich bin zuständig für Marineprogramm, aber alles andere machen wir gemeinsam praktisch. Wir sind in Märkten verteilt. André macht Produktion ausschließlich, da mische ich mich nicht viel ein. Ja, wenn man sieht, in so vielen Jahren, dass wir einige Produkte am Markt gebracht haben und unsere Kunden sind inzwischen Freunde geworden und die sind alle damit sehr happy und die machen einen guten Job. Und das ist jedes Mal irgendwie kommt ein gutes Gefühl, etwas Gutes zu machen. Das treibt weiter. Sagst du das? Ich kann mich an die letzte Auslieferung von einem Marinekran erinnern. Das war ein PC-2400 Kran und den hat Andrei in einem PKW im Kofferraum nach Kroatien gebracht aus Salzburg. Es war zu teuer mit Kalkar. Das war, niemand hat geglaubt, das passt überhaupt rein, aber wirklich ohne Verpackung, das ist im Kofferraum nach Kroatien gekommen. Funktioniert immer noch, der Kran ist immer noch in Betrieb. Speziell war, dass wir uns wirklich immer wie Teil der Familie gefühlt haben. Und auch wenn wir nicht immer mit unseren Kollegen aus Palfinger die gleiche Meinung gehabt haben, wir haben immer einen Weg gefunden, wie man ein Geschäft lösen kann oder wie man das wirklich erfolgreich macht. Von Familie und Mitarbeitern haben wir einiges gelernt und das übertragen in unsere Firma. Und deswegen sind wir auch, stehen wir ziemlich gut, auch zu Hause. Das ist eine Kultur, die einzigartig ist. Gibt es viele Sachen, die man erzählen könnte, wirklich viele. Und, aber vielleicht das erste Tendergeschäft, wo wir überhaupt keine Chance gehabt haben gegen kroatischen Hersteller und Hiab. Und dann hat wirklich Herr Palfinger und auch die anderen Mitarbeiter gesagt, wir machen alles, damit wir da reinkommen. Und das ist jetzt unser bester Kunde in Kroatien. Haben viel, viel geholfen. Ja, damals haben die gesagt, ist Palfinger eine Firma in Garage. Wo wird das gemacht? Hier bis etwas. Und dann hat Hubi gesagt, okay, nimm einfach zwei Kräne, gib sie her und dann, die sollen sehen. Und es hat geklappt. Die sind noch immer überzeugt. Vertrauen zu haben und immer eine Lösung finden. Auch wenn Meinung nicht gleich ist, muss man eine Lösung finden. Man darf nicht auseinandergehen ohne Lösung. Man muss eine Lösung finden.